Taschen sind gepackt, auf geht's nach Trier. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. 2 Stunden Autofahrt hinter mir. Ich bin jetzt gerade in Trier angekommen, beim Wake Park Triolago. Hier war ich vor 2 Jahren schon mal bei der Eröffnung. Da war es aber echt unfassbar saumäßig beschissenes Wetter. Und wie ihr gerade sehen könnt, boah, der Sonnenuntergang beginnt gleich. Ich bin hier mit dem Release Clothing Team und zwar shooten wir das 2. Mal für die neue Kollektion von Release mit dem Team, was aus Naomi, Luca und Gino besteht. Wir sind ja jetzt morgen und übermorgen am Start und was man hier halt auf den ersten Blick schon sehr gut sieht, es ist unfassbar schön. Also vor allem, wenn jetzt noch ein bisschen die Sonne scheint, morgen soll es noch ein bisschen klarer sein von den Wolken her, aber ihr seht es halt hier mit da hinten mit den Weinbergen, das sieht einfach so mega geil aus. Könnte man fast sogar schon darüber gehen und von dort aus ein paar Fotos machen. Ja, und die Brücke natürlich, die mehr oder weniger so ein kleines Wiedererkennungszeichen des Wake Parks ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal ganz kurz hier eine kleine Runde. Ich zeige euch, wie es hier vom Rand aus aussieht und erzähle euch auch schon mal ein bisschen was, was wir eventuell morgen alles so vorhaben. Ja, eine der ersten Stationen wird sehr wahrscheinlich hier direkt der Kicker sein. Oh, geil, guck mal, hier die Sonnenstrahlen da durchkommen. Direkt so in das Blaue hinein, wenn da einer durchfliegt, sieht bestimmt nicht schlecht aus. Oder vielleicht hier durchs Moos. Also die 2. Station wird mit Sicherheit hier dieses mit Nane-Art beklebte Rail sein. Jetzt haben wir gerade den Gino hier, mal gucken, was er uns zeigt. Oh, nice. Für die 2. Runde. Gute Performance. Tatsächlich haben wir gar nicht so super viel Auswahl, was so, ja, ich sag mal, auf Bildern sehr gut geeignet wäre. Hier haben wir noch hier im Hintergrund, ich sag mal, hier noch so ein kleines Unitec. Oh, die Weinberge sehen so geil aus da im Hintergrund. Mit so einem kleinen Straight Rail oben drauf. Dann haben wir noch eine Pipe. Und da hinten, das gucken wir uns gleich nochmal vom Nahen an. Ja, also wie ist der Plan? Der Plan ist, dass wir wirklich morgen und übermorgen, oh, diese Brücke, jeweils 2 Stunden für uns haben, die Anlage. Und ja, hier unter anderem ja, ein paar Action-Shots natürlich machen, die dann letztendlich wahrscheinlich auch in einer Art Anzeige landen werden. Vielleicht auch in einer neuen Ausgabe, in einem Magazin zum Beispiel gedruckt werden. Das war immerhin letztes Jahr der Fall so. Was noch dazu kommt, ist natürlich die ganzen Klamotten-Shots. Ne? Das heißt, wir machen nicht nur Action, sondern auch ein bisschen Lifestyle, sodass ne, der eigentliche Grund, warum wir halt hier sind, ne, Release Clothing, dass die aktuelle Kollektion halt geshootet wird mit den Teamfahrern, sodass wir am Ende einen richtig geilen Output haben und alle glücklich nach Hause gehen. So, hier haben wir das Ganze nochmal vom Nahen, das heißt, hier ist dann wirklich einfach nur eine Funbox mit dem Transition Curb dran gebaut, dass wir eine Dreierleine bauen und dann die drei Teamfahrer wirklich gemeinsam da drüber springen und halt irgendwie einen Trick machen. Das sieht bestimmt nicht schlecht aus. Ja, das, was heute nur noch mal ansteht, ist eigentlich nur so ein kleines Barbecue, was wir heute Abend noch machen und lockeres Zusammensitzen, weil es ja morgen schon relativ früh rausgeht. Ich habe auf jeden Fall ultra Bock und die Anlagenbetreiber auch, das Team auch und alle sind gut drauf. Wetter passt und alles wird cool. Was für ein Sonnenuntergang. Guten Morgen. Ja, kurz nach 6, die Sonne ist schon fast da, wo sie sein soll. Was jetzt der Plan ist, oh, das muss ich euch mal kurz zeigen. Oh, wie nice sieht das bitte aus hier. Hammer. So, die ersten paar Shots werden sein, dass wir bei ganz ruhigem Wasser mal aufs Wasser gehen und dann halt mal so eine große Kurve fahren quasi und ich gehe auf den Mast und shoot von da oben. Finde ich auch mega nice aus und dass wir dann quasi so 1, 2, 3 Lifestyle-Shots halt von jedem haben. Erstmal so die Basic-Sachen shooten. So, also der erste Plan für das erste Foto ist, erstmal sieht das so nice aus hier. Ihr seht hier gerade die Wolken, das sind so kleine Schäfchenwolken und hier unten, das spiegelt sich halt richtig nice. Wenn das Wasser gleich sich noch ein bisschen beruhigt hat, haben wir gerade schon mal einen Testrun gemacht. Das heißt, wir gehen dann aufs Wasser und wenn der Fahrer dann ungefähr so hier vorne ist, macht er dann so einen harten Cut nach innen. Und der Bildausschnitt, der wird ungefähr so sein, sodass er quasi auf Wolken fährt.
so warm, dass ich ihn zum Umlaufseil mehr zieht, dass die noch. So, also hier mittendrin im Shooting, das, was ich heute Morgen schon angesprochen habe, das seht ihr jetzt hier gerade im Hintergrund. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, wirklich alle drei gleichzeitig erstmal aufs Wasser zu schicken. Und über die Funbox, da wo das Transition Curve noch dran steht, da den Dreier-Shot halt hinzubekommen. So, um das hier nochmal zu verdeutlichen, also über die Funbox, also über den Table von der Funbox, da seht ihr halt ein bisschen weiter rechts, da fährt halt die Luca drüber, macht einen Trick, in der Mitte die Naomi und über das Transition Curve der Gino dann, der dann darüber flippt. Und mit dem Backdrop, da sollte man doch was hinkriegen. So, nachdem die ersten Shots jetzt im Kasten sind, wollen wir eben noch mal kurz essen, einen guten Powernap gehabt und jetzt gehen wir rodeln. So, und der nächste Spot ist schon mal die ersten Klamotten zu shooten und das ist doch mal ein geeignetes Feld. Haben wir zum Beispiel hier, so dazwischen, jeweils die Personen. Sieht doch ganz nett aus. Da wir heute Morgen schon so gut wie mit allen Bildern fast schon durch gewesen sind, fangen wir jetzt im Prinzip schon an, so ein bisschen zu filmen. Das heißt, wir haben uns hier zumindest den ersten Spot ausgesucht. Nochmal das Hack, was wir heute Morgen da hatten, mit der Transition Curve an der Seite an der Funbox. So, und ich filme jetzt hier mit meinem 70-200mm oben drauf und der Gino, der kommt da jetzt schon angefahren. Jetzt wollen wir mal schauen, was er uns zeigt. Wir filmen hier gerade mit der ISO 100, mit einer Verschlusszeit von 1/1640 und einer Blende von 2.8. So, zweite Filmlocation. Okay, und langsam wieder auf mich zu. Okay. Also das wird morgen wahrscheinlich sowieso... Ach, ich mach den jetzt einfach. Ja, irgendwie, aber sehr nice. Es wird mega, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das machen wir. Ich weiß, leider. Kannst du den noch ein bisschen glatt ziehen, quasi ein bisschen nach unten ziehen? Ja, genau. Setz dich mal noch ein Stück zu mir. Ja, nur ein bisschen schräger einfach, ja, genau. Ja, perfekt. So, guck mal so Richtung Mast ungefähr. Warte. Okay. Ja, das ist super so, also passt alles. Okay. Alright, so, das letzte, was jetzt für heute quasi noch ansteht, wir bauen schon mal quasi alles um oder wir bereiten schon mal alles vor. Und zwar wird es so sein, dass wir da so einen kleinen Unitag bauen. Das heißt, die Anlage startet von dort und geht links rum. Wir springen über den Kicker und dann quasi in die Transition rein. Das ist hier schon mal das vorläufige Ergebnis. Und je nachdem, ob das so passt, von dem Abstand her können wir es halt nochmal ein bisschen vergrößern oder verringern. Guten Morgen hier von Tag 3 in Trier. Ja, heute ist ja auch schon der letzte Tag vom Shooting. Wir haben gestern Abend haben wir mal intensiv uns zusammengesetzt, so die Bilder ausgewertet und im Prinzip sind wir mit den Bildern schon durch, was mich auf jeden Fall schon sehr erleichtert. Wir haben gestern echt schon alles durchgehauen, was wir machen wollten und heute ist alles, was heute kommt, ist eigentlich schon Bonus. Und als erstes wenden wir uns hier dem kleinen Unit-Hack zu. Das heißt, wir springen hier von die Kicker in die Transition Curve rein und jetzt gerade checken die Mädels das mal aus. Jetzt gucken wir es gerade mal an. Auf jeden Fall ziemlich souverän das Ganze. Jetzt war halt erstmal die Frage, wo man sich bei dem Trick am besten positioniert, weil das halt, man muss halt, wenn es geht, immer die Lücke dazwischen so ein bisschen erkennen, damit man auch das Ganze wahrnimmt, wie krass das eigentlich ist, was sie gerade da machen. Und am besten geht es halt eigentlich wie immer von hier oben. Denn hier hat man einfach nochmal ein bisschen die bessere Sicht auf das Ganze und man sieht auch wirklich den Abstand dafür. Und im Idealfall
drücke ich halt den Ablöser, wenn er genau dazwischen ist, der Fahrer, sodass so eine kleine Spiegel auf dem Wasser entsteht. Und das war's auch leider schon wieder für dieses Video. Sorry für das Ende, da muss ich leider noch ein bisschen üben, damit, dass ich euch wirklich bis zum Schluss begleite. Ja, tatsächlich ist gar nicht mehr so viel passiert. Wir haben die letzten Sessions noch gut zu Ende gefilmt. Der Gino hat noch ein paar GoPro-Lines von Luca und Naomi gefilmt. Tatsächlich ist auch mittlerweile schon der kleine Web-Edit draußen. Den verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Checkt das gerne mal aus, wenn ihr möchtet. Und auf jeden Fall nochmal ein ganz fettes Dankeschön an das Team Release, an Basti, Lari, natürlich Gino, Naomi und Luca. Ihr seid echt richtig krass gefahren, habt gut ausgepackt auf jeden Fall. Natürlich auch an die Anlagenbetreiber Jerry und Stefan, vielen Dank für euren Support. Das war echt mega das Wochenende. Ja, leider kann ich euch nicht immer das aktuelle Bildmaterial zeigen, weil es halt, ne, es wird jetzt gerade so ein bisschen an die Magazine verteilt. Ich habe schon 2, 3 Zusagen und also es läuft ganz gut gerade mit dem Bildmaterial. Wir haben auf jeden Fall gut abgeliefert, glaube ich. Und ja, am ehesten seht ihr natürlich was, wenn ihr bei meinem Instagram vorbeischaut. Auch so, checkt das hier unten gerne mal aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, like gerne dieses Video, kommentiert, was ihr gerne noch ein bisschen mehr sehen wollt. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bald im nächsten Video.